herzlich willkommen zur kleinen nächsten Folge von TerraTech. Ja, in der letzten Folge haben wir uns das kleine Fahrzeug hier zusammengebaut. Heute werden wir damit wieder ein paar Missionen fahren. Ei, ich setze andauernd auf mit der Karre. Vielleicht ist auch ein bisschen schnell. Der nächste. Ich hab's alles drauf. Oh, ups. Halt, stopp. Der Teil wird mit eingebaut. So, was ist da oben? Ah, da noch einer. Gut, wird mit verbaut. Der Schrott! Hilfe, Hilfe, der Schrott hilft mich aus. So, war das alles los? Oh, wir hatten Ach so, groß und gelb wollten wir mal. Ich habe immer Angst vorne um die Kanonen, aber die sind so geil. Machen sie doch um. Ich kenne zwar nur nach vorne, aber dafür haben sie wenig mehr. Nochmal ein bisschen mehr brauchen. Nicht wesentlich mehr, aber ein bisschen. Rain. Hi. Ich glaube, ich weiß, was der haben will. Ich will doch wirklich Arzt haben, oder? Ich höre schon mal das, was ich für die brauche. Hallo, Großer. Hier, bitteschön. Ich weiß nicht, ob ich noch gehen kann. Verankere ich mich auch mal. Kann ich dabei auch laden. Aus. Stopp. Ui, Kalama. Das ist ein kleines Bobby-Car hier. Ich glaube, Bäume sind das Einfachste, wenn man irgendwo schnell ein paar Ressourcen haben will. Ich merke schon, für Kurven sind die Räder hinten nicht so gut, aber dafür haben die gute Federung. Hier, kleiner. Und das reicht dir schon. Ist ja schön, wenn man auch was kriegt. Schön. Okay. Lass mal hinter. Schön. Gegner Räder hab ich immer hinter mir. Hab ich immer gerne hinter. Hey. Muss das jetzt sein? Nimm mich das Zeug wieder alles aus hier. Mann. Ich sag ja. Schwere Lumpe hinten dran. Schwer ist meine ganze Technik. Oh. Also schwer ist meine ganze Technik. Das gibt's doch nicht. So ein schweres Zeug. Hinten schön die Rennräder dran. Na schön, das vorbei an die Gegner. Die haben uns nicht bemerkt. Juhu. Oh boy. Schon cool.
kleinen grauen Räder hier, die ballern ganz schön los. Nee. Ach man, ich bin zur nächsten Mission. Hi, Crafty Mike, ich hab jetzt gerade keine Zeit für dich. Ich würde darüber schnell. Marian, schnell. Da ist er. Ich will die Lumpse hier drauf. Ah, Westfahren, nicht Westfahren. Gucken, ob die jetzt hier Räder? Die haben da eher so ein großes. Ach, nehmen wir uns das noch. Ich kann wieder nicht fahren. So viel Schrott hinten dran. So. Ja, ich frag, wieso ich jetzt nicht mehr alles dran mache, weil ich es gerne symmetrisch mache. So, gut. Weiter patchen. Jetzt fährt er sich wieder schön schnell, wendig. Mobil. Jetzt können wir bei Crafty Mike fahren. Ich gebe zu, die sind nicht so gut zum Klettern. Aber dafür kann man da mit bestimmt einen guten Rennwagen vor. Kann man die dann noch voll ausfedern lassen? Hey, was sollten wir denn für dich machen? Handelsvoller Angriff. Ey, das ist bloß ein Lieferpunkt. Ach, falsch. Das hier wird ja nur machen schnell. Das ist aber auch eine Förderanlage. Nicht? Noch in. Ach. Stimmt, Crafty Mai war ja mal mit den langen. Stell dir vor, wie schön sich diese Raffinerie dann auf ein Fahrzeug macht. Ist ja keine Raffinerie, aber die Lieferkanone. Wohin? Da. Graf die Mike, du bist kaputt. Ach, Raffinerie. Ist da. Kann man gleich nochmal richtig Geld verdienen. Ist das nicht schön? Ich verdiene Geld, während ich rumstehe. Ja, wenn das mal so einfach wäre, auch im echten Leben. Mike, du bist ganz schön helle. Sie biege mich weg. Danke. Schwupp. Und weg. Wo haben wir denn? Mann, ich guck jetzt mal ein bisschen. Oh. Stimmt, da war ja was. Ich guck mal ein bisschen nach Geocorp-Mission. Vorher kann man noch hier die Leute auseinanderreißen. Kann man gleich ein bisschen Verteile mitnehmen. Alles meine. Ich fahre hier immer schön durch.
euch. Überlade mich wahrscheinlich dabei noch schön. Oh. Max, wenn das knallt hinter mir. Das ist hochverdichtete Masse. Wo ist die Kiste? Sehe ich nicht. Da. Ach, schön. Ja, das hänge ich mir jetzt ja alles überall so voran. Bist du? Ohne. Alles so irgendwo ran hier bammelt. Jetzt muss ich ja mal zurück in mein Lager schaffen. Zu viele Räder. Oh. Da. Boah. Yeah. Oh. Wieder irgendwo freien Platz. Da. Guck mal, das passt nicht. Ist doch nicht. Sag mal, ich bin doch jetzt nicht voll. So. Zack. Zack. Ich bin so überladen. Oh, nee. Ziehst das jetzt nicht hinter mir an. Ist ein helles Ding. Sicher ist natürlich der hinter mir an. So. Gucke auf der Uhr. Die Folge ist noch nicht voll. Schwupp. Dann. Da machen wir halt noch sowas Kleines wie Abbauanfänger, würde ich sagen. Alle Bäume. Ich glaube, dafür bin ich gut. Zähne soll ich noch feiern. Ich bin jetzt ein bisschen echt hier mit zwei Pets. Wenn ich schlucken habe. Kann ich nicht noch ein paar Pets rumliegen? Klar, ich noch vier rumliegen. Perfekt. Klatsch mal alle mit rein. Sport. Schnell. Gut. Ui. Ach, hinten Schrottmagnet. Gas. Das haben wir klären. So, so schnell noch vorbei. Ja. Oh, pack ich hier direkt daneben. Oh. So, bloß so als kleine Ankündigung. Ich werde wohl da bald wieder ein neuen Tag benötigen, da ihr seht, der ein bisschen eng geworden ist. Und jo, ich halte heute mal das Video ein bisschen kürzer. Oder wollen wir noch? Ach, machen wir noch schnell hier die Abbauanfänger. Abbauanfänger 2. Räumen Felsen. Jawohl. Geht auch mit den Felsen selbst.
So. Brauchen wir noch ein bisschen. Hops, hops. Ja, ich weiß, das dauert mit Kanonen wieder länger und man hätte Boa vorne anmachen können. Aber ich habe leider nicht mal eigentlich einen Kampftag. Und da sind leider Kanonen etwas besser geeignet. Ich habe die jetzt bloß umfunktioniert, dass wir eigentlich noch ein bisschen Profit einfahren können. Wir dann nämlich das nächste Mal mehr Profit einfahren können. Dann werden wir unsere erste kleine Station bauen und uns einen neuen Tag bauen. Ja. Damit werden wir die nächste Folge füllen. Auf einen Felsen. Alter, ernsthaft? Ein Felsen werden wir viel später machen. Oh. Oh, nicht dran gestehen werden. Aber schon mal den Hintern hin. Ja. Verankerung, Räder. Okay. Naja, gut. Ey! Ey! Arma! Hier ist ein Spind oder was? Zack. Ja. Gut, ich lasse trotzdem jetzt die Folge ein bisschen kürzer werden, weil. Ja. Ihr merkt selber. Ich möchte einfach eigentlich so gerne den neuen Tag bauen und das würde aber jetzt die Folge sprengen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt TerraTech und ich freue mich drauf. Und damit, wie immer, adieu, war's schön.